Ja, vor wenigen Minuten hat der Vorstandsvorsitzende der Firma Infineon bekannt gegeben, dass Infineon in den nächsten Jahren 1,6 Milliarden Euro in den Standort Villach investieren wird. 1,6 Milliarden Euro ist eine absolute Sensation. Eine Sensation aber nicht nur für den Standort Villach. Das ist schon etwas ganz Besonderes und wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Verhandlungen mit den Führenden der Firma Infineon geführt, damit sie auch das beste Standortkonzept im Konzern darlegen können. Es war ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Standorten und man muss sich die Investition auch noch so vorstellen, es handelt sich hier um eine Investition, die das Achtfache des Budgets der Stadt Villach ausmacht. Also unglaublich. Und das Allerwichtigste, es geht um Jobs und noch einmal Jobs in den nächsten Jahren. Wir als Stadt haben unseren Beitrag dazu gelegt. Das Land hat uns wunderbar unterstützt und letztendlich geht es jetzt darum, diesen innovativen Betrieb, den Forschungsbetrieb in Infineon auch bestmöglich zu unterstützen, denn der Start soll ja schon im Jahr 2021 sein. Das ist nicht viel Zeit, aber wir werden unser Bestes natürlich geben. Warum die Investition gerade in Villach stattfindet, hat mehrere Gründe. Einer der wesentlichen Gründe ist, dass man hier eine sehr gute Infrastruktur, politische Struktur vorfindet. Aber man muss auch ganz klar sagen, die 300mm Technologie, die Hochtechnologie, die hier jetzt ins Volumen gehen soll, wurde hier in Villach vor circa 10 Jahren entwickelt. Die Wiege liegt hier am Standort, die Innovationskraft ist hier am Standort und wird jetzt im Prinzip durch eine Hochvolumensfertigung letztendlich abgerundet. Zusammen mit unserem Schwesterwerk in Dresden werden wir dann zwei Hochvolumenstandorte haben, wo wir dann auch unsere Vorreiterrolle bei den Hochtechnologien, bei den Leistungshalbleitern weltweit weiter forcieren werden.